Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Bacio di Tosca TV. Ja, nach der letzten sommerlichen Folge haben wir heute Nieselregen und es ist ziemlich kalt. Und dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Wir sind in Hamburg. Und zwar in Hamburg-Ohlsdorf auf dem Friedhof Ohlsdorf. Und hier treffen wir Herrn Flörke und Frau Rosenbusch von den Hamburger Literaturreisen. Die bieten hier einen literarischen Spaziergang an zum Thema Tod und Erotik. Und genau das wollten wir uns mal anschauen. Das werden wir mit der Kamera begleiten, damit auch ihr einen kleinen Eindruck bekommt und neugierig darauf werdet. Ja, ich bin schon gespannt. Ich auch. Schaut es euch an. Gut. Wir stehen jetzt vor dem Begräbnisforum auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf. Und zwar mit Herrn Flörke und Frau Rosenbusch von den Hamburger Literaturreisen. Und was sich dahinter verbirgt, werden Sie uns jetzt einmal erzählen. Ja, das ist eine Mini-Reisefirma. Genau. Und bestehend aus, Sie sehen hier also 2/3 der Belegschaft. Ja, und wir machen Literaturreisen. Das heißt, wir fahren an Orte, wo Dichter gelebt, gearbeitet haben und beschäftigen uns dort dann allerdings nicht nur mit deren Leben irgendwie anekdotisch, sondern auch wirklich mit deren Werk. Also mit den Texten, die sie geschrieben haben, und machen da richtig Interpretationsarbeit mit den Leuten. Aber haben natürlich auch ein Begleitprogramm und zum Beispiel nach Weimar fahren wir, nach Berlin wegen des Theaters allerdings, nach Wien. In Wien waren wir jetzt zweimal sogar. Also so an Orte, die attraktiv scheinen. Und seit einigen Jahren gibt es so quasi als, wie sagst du immer, Reimport von diesen Reisen auch hier in Hamburg und Umgebung Spaziergänge. Ja, dieser Spaziergang hier ist ein Reimport vom Zentralfriedhof in Wien, wo wir das mal entwickelt haben. Und wir machen das seit über 15 Jahren und seit einiger Zeit dann eben auch in Hamburg. Und hier Ohlsdorf ist natürlich attraktiv. Also für Touristen, aber auch für Einheimische, vielen kennen den gar nicht so genau. Und wenn man mit einer bestimmten Fragestellung über den Friedhof geht, ist das natürlich auch gleich etwas ganz anderes, als wenn man nur mal so kurz spazieren geht. Naja, das ist schon ein wirkliches Highlight, auch dieser Friedhof. Also auch ein touristisches Highlight. Also er hat jede Menge Sterne im Baedeker und so auch zurecht. Man kann hier also eine ganz besondere Parkanlage sehen, die im Vordergrund steht, und die Grabanlagen sind da eingebettet in diese Parkanlage. Das ist etwas, das ist das Besondere an diesem Friedhof. Gut, und wie kam es generell zu der Idee, die Hamburger Literaturreisen zu gründen? Und wie kam es zur Zusammenarbeit? Na, wir sind beide freiberuflich tätig als Dozenten, auch bei verschiedenen Institutionen. Und irgendwann tauchte halt das Interesse einfach bei unseren Teilnehmern auf. Die sagten auch, wollen wir nicht mal wegfahren? Und natürlich kann man mal wegfahren. Und wir dachten dann aber, es wäre vielleicht eine gute Idee, daraus eine kleine Firma zu machen, so als zweites Standbein neben diesen freiberuflichen Tätigkeiten. Also sehr unterschiedlich, 20 bis 30 haben wir eigentlich immer. Und in Spitzenzeiten, wenn gerade mal die Zeitung darüber berichtet hat, sowas kommt vor, dann ist es natürlich knackvoll. Das geht dann eigentlich nicht. Dann kommen hier auch mal 80 zusammen und dann machen wir es mit einer Leiter. Und also versuchen wir die Gruppen zu teilen, dass das überhaupt machbar ist. Aber so 20, 30 ist eigentlich das Normale. Aber heute werden nicht so viele kommen, heute sind die Wetteraussichten schlecht. Und zum anderen ist es auch so, dass das Abendblatt es nicht gebracht hat und das macht immer sehr viel aus. Aber hoffen wir mal, dass... Das spielt keine Rolle für... Ja, ich denke auch nicht, dass das Leute... Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so Fußballfans... Anderes Publikum, genau. Das kann auch besser gehen, glaube ich, wenn das eine Rolle spielen sollte. Wir haben auf der Fahrt hierher ganz viele... HSV-Fans gesehen, genau. Mhm. Heute machen wir ja einen Literaturspaziergang zum Thema Tod und Erotik. Wie kam es zu der Idee jetzt? Wer hat die Gedichte rausgesucht? Na, die Gedichte hat vor allem sie rausgesucht. Die Idee, Tod hat mich schon immer interessiert. Darüber habe ich auch vor einigen Jahren schon mal ein bisschen gearbeitet. Und es liegt natürlich nahe, bei diesen Statuen, die hier überall stehen, die Frage einfach mal aufzuwerfen, die sich merkwürdigerweise kaum jemand zu stellen traut, was das denn bedeutet, wenn hier vor allem nackte weibliche Statuen auf Gräber gestellt werden. Naja, es wird ja Tod und Erotik zusammengebracht. Das ist ja nicht unbedingt so, dass wir das so ganz normal finden. Eigentlich ist der Tod ja nichts so besonders Freundliches oder Fröhliches. Aber das ist schon eine eigenartige Mischung. Der kalte Stein und gleichzeitig der erotische Reiz, der hier dann ausgestellt wird. Ich denke, das ist ja auch so
aus der Romantik sicherlich noch, wo der Tod ja auch sehr romantisiert wurde. Ja, darüber sprechen wir auch unterwegs ein bisschen. Also dieser romantische Aspekt ist, glaube ich, ganz wichtig. Der andere ist natürlich auch, man kann sagen, hier gibt es auch so einen, wie soll man sagen, massenkulturellen Aspekt. Irgendwann ist das einfach eine Mode. Gut. Gut, alles klar. Ja, dann freuen wir uns jetzt schon auf den Literaturspaziergang und sind mal gespannt. Wir werden nachher vielleicht auch mal einige von den Gästen fragen, die noch dazukommen. Ja, was sie da, schauen wir mal, ne? Wir sind gespannt. Mein nächster Text ist von Charles Baudelaire. Wohl der französische Lyriker des 19. Jahrhunderts. Er versteht sich als Provokateur und auch die Schönheit ist für ihn eine Provokation. Über seine Schöne hingebeugt, gleicht der keuchende Verliebte einem Todeskranken, der sein Grab liebkost. Ob du vom Himmel, ob du aus der Hölle kommst, gleich viel, o Schönheit, du Ungeheuer. Gewaltig, erschreckend, doch ohne Arglist, wenn dein Auge, dein Lächeln, dein Fuß dir das Tor eröffnen einer Unendlichkeit, die ich liebe, ohne sie je gekannt zu haben? Von Satan oder von Gott, gleich viel, Engel oder Sirene, gleich viel, wenn du nur, Fee mit den Samtaugen, Rhythmus, Duft, Schimmer, o meine einzige Königin, die Hässlichkeit der Welt verringerst und die Last der Augenblicke leichter machst. Also die Schönheit steht auch im Kontrast zur Hässlichkeit. Die Hässlichkeit der Welt soll verringert werden. Die Welt ist also hässlich. Deswegen ist die Schönheit so wichtig. Ja, das vergessen viele Freunde des Schönen ja immer. Was kommt dabei raus, wenn Menschen das Erleben des Schönen haben? In der Regel ein Problem. In den romantischen Erzählungen ist es so, dass die, die das Schöne erlebt haben, nicht einfach zurück können in den Alltag, weil der ist hässlich. Der ist umso hässlicher, als man einmal erlebt hat, es geht auch anders. Das ist natürlich ein Problem. Zur Zeit der Romantik, also am Ende des 18. Jahrhunderts, hat man sich, wenn man so will, damit getröstet oder es positiv besetzen können, diese Entzweiung der Welt, indem man sagte, morgen in allernächster Zeit wird es besser werden. Die Welt insgesamt wird sich verwandeln, sie wird schön werden. Es war so ein bisschen eine Endzeitstimmung. Man sprach von der neuen goldenen Zeit, die kommen sollte, was nicht zuletzt zu tun hatte mit der Französischen Revolution, die man ja hier in Deutschland aus der Ferne auch nur mitbekam und natürlich da auch das eine oder andere idealisierte. Also diese Vorstellung, wir ertragen die Kluft zwischen dem Hässlichen und dem Schönen, weil wir sehen, morgen wird es besser. Wenn es nicht besser wird, hat man ein Problem. Und da steigt Baudelaire ein, da ist das Schöne nicht mehr Vorschein einer besseren Welt, die sich morgen verändert, sondern es ist eine ganz normale Ware und fast eine Droge. Man nimmt das Schöne ein und fühlt sich besser. Das ist etwa der Status, den wir heute auch haben. Man schiebt eine CD rein oder geht mal abends ins Theater. Da ist das Schöne ein Konsumgut. Und damit komme ich jetzt auf diesen Engel hier oben. Der ist von 1898, der älteste dieser Art hier auf dem Friedhof. Und das Interessante daran ist, es handelt sich um eine Galvanoplastik. Das ist also keine echte Bronze, sondern in Serie gefertigt. Man stellt dort in Serie zunächst einen Schamottkern her, also die Figur, und dann wird mit Hilfe eines elektrolytischen Verfahrens hauchdünn Bronze aufgebracht. Das konnte man damals bei der Firma WMF bestellen. Sie kennen das WMF, die haben heute diese Bestecke. Also die haben einen Katalog verschickt und dann konnte man sagen, ja, diesen Engel möchte ich. Man konnte sich aussuchen, mit Flügel ohne. Also ohne Flügel ist es dann eher eine Nike, eine Siegesgöttin, die den Tod besiegt. Ist billiger, weil weniger Material. Sie können entscheiden, was sie in der Hand trägt. Also einen Ring, einen Kranz, eine Rose war hier ursprünglich drin. Und sie können sich auch entscheiden für die Größe. Sie können sagen, ich möchte ihn aber nur halb hoch, ist billiger. Gegen Aufzahlung kriegen Sie eine Garantie der Firma, dass er dann nur einmal auf dem Friedhof hier steht. Diesen hier zum Beispiel finden Sie in halb Europa. Also wenn Sie mal irgendwo so Krimiserien gucken, machen Sie so einen Schwenk, Friedhof Halle oder irgendwas, steht plötzlich dieser Engel dort. Das ist also wirklich Serienproduktion, was übrigens nicht heißt, dass es besonders billig ist. Heute sowieso sehr teuer, aber billiger als eine echte Bronze.
Man kann die in der Regel unterscheiden, wenn man drankommt, indem man draufklopft. Die Hohlklingen sind die echten Bronze, die anderen haben diesen Schamottkern. Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für uns. Man darf nicht dem Irrtum verfallen, dass die Engel, die hier stehen, oder die Trauernden, dass das Originalkunstwerke sind im Sinne vielleicht der Kunst, die wir aus dem Museum kennen. Es ist erstmal eine Massenware. Und das ist schon, finde ich hilfreich, wenn man sich das klar macht. Also der, der den Auftrag erteilt, setzt mir so etwas auf mein Grab, der will nicht unbedingt, dass der Künstler sich mit Tod und Leben auseinandersetzt, sondern der möchte etwas Repräsentatives da stehen haben, was sagt, das kann der sich leisten. Also ein wichtiger Aspekt, es sind auch Waren, was wir hier sehen. Und das hat zu tun dann mit Zeit, Geschmack und Mode. Tja, das war es erstmal an dieser Stelle. Gehen wir weiter. Was Sie jetzt hier sehen können, ist also eine Variante. Die Variante dieses anderen Engels ist nicht ganz genau. Wenn Sie das Gesicht angucken, ist jünger, also etwas anders gestaltet, aber das Hemdchen rutscht auch wieder von der Schulter. Das heißt also, Sie haben hier eine Variante dieses Engels, den Sie eben gesehen haben. Und insgesamt gibt es in Varianten diesen Typus 32 Mal hier. Also wo immer auf irgendeine Weise das Original, das Muster variiert wird. Hier ist ganz schön, dass ich hier dran komme, wenn man jetzt draufklopft. Sie hören, klingt nicht hohl, ist Schamott drin, also keine echte Bronze. Außerdem sehen Sie meistens Schrauben im Sockel, kann man hier auch so ein bisschen sehen. Ja, das war's zu diesem Bronzeengel, aber es ist so schön, dass er so niedrig steht, da komme ich wenigstens ran. Gut, gehen wir noch ein bisschen weiter. Das ist hier ein Riesenphallus. Und das ist auch von der Tradition her ja durchaus, in der Antike gibt es auch schon einen Riesenphalli. Das heißt, kann man sagen, gut, das ist eben auch ein Symbol für Leben. Und warum derjenige, der dort liegt, das auf sein Grab hat setzen lassen oder die Nachkommen, weiß ich auch nicht. Es ist ja ein Fernsehregisseur, Winfried Dotzel. Ich kenne ihn nicht, der hat so Serien gedreht. Also sagt mir jetzt nichts. Haben mir die vom Verein hier erzählt. Es gibt ja so einen Verein, Förderverein Ohlsdorf. Ja, wir haben uns gedacht, weil das so ein männliches Denkmal ist, muss ja auch ein männlicher Text hin. Und den gibt es jetzt von Vera Rosenbusch. Genau. Und er ist von einem sehr männlichen Autor, von Friedrich Nietzsche. Und er erklärt zugleich auch den Titel unserer Veranstaltung, Doch alle Lust will Ewigkeit. Ja, ist übrigens vertont von Gustav Mahler. O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Das ist interessant. Interessant, heute haben wenige von Ihnen gelacht. Ich finde es aber sehr komisch, wenn sie mit der tiefen Ewigkeit kommt. Da merkt man so richtig den erotischen Unterton. Dieses Wort Ewigkeit ist natürlich auch ganz interessant. Viele denken ja immer, Ewigkeit sei einfach unendlich verlängerte Zeit. Das ist aber nicht der Fall. Ewigkeit ist einen Moment kann ohne eine Zeit. Tausendste Sekunde dauern. Ja. Also die Ewigkeit hat keine Zeit. Und deswegen sagt man oft, analog zu religiösen Vorstellungen, zum Beispiel bei der Kunst, im Schönen, wenn Sie das Schöne erleben, treten Sie raus im Moment der Selbstvergessenheit aus der Zeit. Und genau genommen, na, ist das ein Hauch von Ewigkeit, den Sie dort erleben können. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ist auch was dran. Habe ich einen schönen Satz von Woody Allen zu. Die Ewigkeit kann sich ziemlich in die Länge ziehen, vor allem gegen Ende. Finde ich wunderbarer Satz, der das nochmal persifliert, diese Vorstellung, dass Ewigkeit bedeutet, es geht einfach immer so weiter. Aber das ist natürlich gerade nicht. Übrigens im neuen Bestattungsforum finden Sie den Satz unter anderem an der Wand. Finde ich sehr schön. Kann man mal drüber nachdenken. Bis zum nächsten. Was Sie hier hinter mir sehen, ist auch ein Ausreißer, wenn Sie so wollen, von 1955.
also nach dem Zweiten Weltkrieg, erinnert auch ein bisschen an die Zeit. Mich erinnert es immer an die Schaufensterpuppen meiner Kindheit. Ja. Die sahen so aus. Ich weiß so, manche Leute hatten solchen Nippes im in klein im Wohnzimmerschrank stehen. Ist so ein bisschen Leni Riefenstahl-Verschnitt. So. Und ja, diese Erotik hat auch, glaube ich, 50er Jahre noch zu tun mit etwas, so eine Art verklemmter Nazi-Erotik. Also das ist ja auch so eine Trauernde, wobei man sich fragt, wieso ist es eigentlich eine Trauernde? Die hat nun gar kein Tuch mehr. Und die soll ja scheinbar natürlich dort ruhen und wir beobachten sie. Aber so wie die ruht, ist es völlig verklemmt. Also wenn Sie sich angucken, wie der Körper gedreht ist, das ist unbequem. Also schon zweifelhaft, erinnert aber so an bestimmte Pin-Ups, die damals dann auch sehr modern waren. Ja, und wir haben dazu ein Gedicht. Mhm. Da es wieder eine Dame auf einem Felsen ist, haben wir eine andere Variante der Lorelei-Geschichte, und zwar ein Gedicht von Josef von Eichendorff. Waldgespräch. Es ist schon spät, es wird schon kalt. Was reizt du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, du bist allein. Du schöne Braut, ich führ dich heim. Groß ist der Männer Trug und List, vor Schmerz mein Herz gebrochen ist. Wohl irrt das Waldhorn her und hin. O flieh, du weißt nicht, wer ich bin. So reich geschmückt ist Ross und Weib, so wunderschön der junge Leib. Jetzt kenn ich dich. Gott steh mir bei, du bist die Hexe Lorelei. Du kennst mich wohl. Von hohem Stein schaut still mein Schloss tief in den Rhein. Es ist schon spät, es wird schon kalt. Kommst nimmermehr aus diesem Wald. Ja, das ist es schon. Was sagt das? Männer, passt auf, wen ihr anbaggert. Wer weiß, wer das ist. Und das ist interessant. Bei romantischen Erzählungen, ich sagte vorhin schon, sind die Frauen eher passiv. Es gibt natürlich Ausnahmen und wenn die aktiv werden, dann werden sie problematisch. In manchen Geschichten können... Bitte? Ja, sagen Sie jetzt aber nicht wie im Leben, Vorsicht. Also diese Frauen werden dann unangenehm, aber es gibt zwei Varianten. In der einen, Sie kennen vielleicht das Eichendorffsche Marmorbild. Es gibt diese Erzählung, wo er dann wählen muss zwischen der Venus aus Marmor, die lebendig wird, die ist natürlich die falsche Frau, die ist gefährlich, oder der Guten, das ist Bianca heißt sie, die wird immer rot und schlägt die Augen nieder. Das ist die richtige. Da kann er aber noch wählen immerhin. Das ist also ein Rat an die Männer, such dir die Frau gut aus, die zu dem Image passt, was du willst oder vielleicht auch zu den Fähigkeiten, die du hast. Bei dieser Geschichte hier, bei diesem Gedicht von Eichendorff, ist es ja so, dass der Mann plötzlich feststellen muss, bevor er es überhaupt realisiert. Er hat keine Wahl. Ja, die Wahl ist schon gelaufen. Sein Körper, seine Seele haben sich etwas bereits... Etwas treibt ihn, etwas in ihm, was er nicht kontrollieren kann. Ja. Also das ist im Grunde der Beginn dessen, was dann später bei Freud Trieb heißt. Also da guckt der Mann nur erstaunt zu, was mit ihm passiert und zack, hängt er in den Fängen dieser Frau. Und daran merken Sie schon, wie es langsam sich entwickelt, weg von einem positiven Frauenbild, von der Überhöhung hin ins Dämonische. Das ist hier ganz deutlich. Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Genau. Er ist von Matthias Claudius aus der Zeit der Aufklärung. Damals ändert sich sehr vieles für die Menschen. Auch das Denken über den Tod verändert sich. Ja, viele kennen diesen Text als Kunstlied, aber ursprünglich ist es ein Gedicht und wir möchten ihn Ihnen jetzt auch vorlesen. Ich denke, man hört dann auch ein bisschen mehr noch auf die Sprache. Matthias Claudius, der Tod und das Mädchen. Vorüber, ach, vorüber, geh, wilder Knochenmann. Ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an. Gib deine Hand, du schön und zart Gebild, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Ja, sie fürchtet sich vor dem Knochenmann, vor dem Skelett, und er sagt, nein, stimmt gar nicht, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Mhm. Also er tritt ihr gegenüber gewissermaßen auf Augenhöhe, die reden miteinander. Sie liegt nicht im Schmutz, sondern sie reden, am Ergebnis ändert es vermutlich nichts, aber immerhin.
Naja, das sagt man so. Also sie wird sterben müssen, aber der Tod tritt hier nicht mehr auf als eine mörderische Macht, sondern als jemand, mit dem man immerhin reden kann. Und das hat zu tun mit diesem Thema tatsächlich Tod und Macht aus der Zeit heraus. Sie haben es eben gehört, auch du hast gesagt, gerade Skelett. Er sagt aber im Gedicht Knochenmann. Das ist ganz wichtig. Wenn es das Skelett wäre, wäre es nicht so erotisch. Knochenmann, da können Sie noch an Mann denken, obwohl das natürlich das Skelett ist. Hintergrund ist eine Diskussion der Zeit, die Claudius mit Sicherheit auch kannte. Lessing hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, wie die Alten den Tod gebildet. Und da behauptet er fälschlich, dass in der Antike der Tod immer als Jüngling mit der Fackel dargestellt würde. Also der Jüngling, der Genius des Todes, der kommt und die Fackel, das Lebenslicht, senkt. Und Lessing sagt, das ist doch mal ein angenehmer, netter Tod, Antike, während wir in unserem christlichen Mittelalter, wir haben nur diese furchtbaren Skelette überall und das zeigt mal wieder, was wir für eine Religion haben. Was dahinter steckt, ist eine ganz interessante Diskussion. Andere Dichter, also vor allem Dichter, haben das Bild aufgegriffen, später auch die Grabkünstler. Überall haben sie heute diese Knaben oder Jünglinge, die die Fackel senken. Es war eine Diskussion der Zeit, an der festgemacht wurde ein versteckter Protest gegen die Fürsten. Weil jeder kann ja bei Tod natürlich mitdenken und sagen, na ja, wenn der Tod als übermächtig erscheint, dann hat das zu tun mit dem Alltag, in dem wir leben. Also Tod in Gestalt zum Beispiel kannte man ja, Seuchen, Krankheiten, Krieg, hing immer davon ab auch, was der Fürst jeweils an Geld wo einsetzte. Das heißt, wenn es um den Tod geht, geht es immer um Macht. Und so wird am Beispiel Knochenmann oder Jüngling eine Machtfrage verhandelt, die im Kern politisch ist. Aber damals gab es politische Zensur. Es war also viel einfacher, verdeckt quasi dieses Thema in Gedichten auf diese Weise als quasi ästhetische aufzugreifen. Also zum Beispiel Schiller, Götter Griechenland, der macht genau das auf. Also da kommt ein Jüngling, der nimmt den letzten Seufzer oder Atemzug mit einem Kuss von der Lippe. Also ist doch wunderbar. Und da wird gesagt, ja, die gehen eben anders um mit den Menschen. Diese Tode oder diese Tote. Toten, Toten. Ja, so viel dazu, vergisst man oft, aber aus der Zeit heraus politische Bedeutung des Todes. So, und jetzt haben wir noch ein Grabmal für Sie, da gehen wir jetzt hin und machen den Abschluss. Besonders schön. Ich sah des Sommers letzte Rose stehen. Sie war, als ob sie bluten könne, rot. Da sprach ich schauend im Vorübergehen. So weit im Leben ist zu nah am Tod. Ja, was ich jetzt noch sagen muss am Ende, wir sind ja hier bei der letzten Station, sind vielleicht einige Bemerkungen zur Frage, warum verschwinden diese Grabmäler wieder. Die Mode ist ja irgendwann durch und es ist nicht so, dass die verboten worden sind oder dass man irgendwann sagte, nein, Sexualität in dieser Form ginge nicht auf dem Grab, sondern die Mode wechselt. Und das hat sicher damit zu tun, dass sich das Verhältnis zum Tode insgesamt im 19. Jahrhundert langsam verändert. Während man also um 1800 den Tod noch als großes Gegenüber des Lebens betrachtete, dem man auf irgendeine Weise begegnen muss, indem man zum Beispiel so große Zeichen des Lebens auf ein Grab setzt, so als Gegenentwurf, setzt man um 1900 eher auf das Leben selbst. Es gibt diese verschiedenen Reformbewegungen, Sport wird zum Beispiel neu entdeckt. Das heißt, es wird viel wichtiger, ein vernünftiges, sinnvolles, erfülltes Leben zu gestalten, als ständig gegen den Tod zu kämpfen. Was bedeutet praktisch bezogen auf Sterbende, sie werden verstärkt der Medizin überantwortet. Man sagt, die liegen jetzt nicht mehr zu Hause, sie kommen dann irgendwann in ein Krankenhaus und die Ärzte kümmern sich drum. Bedeutet insgesamt, sie verschwinden natürlich auch ein Stück weit aus dem Alltag. Insgesamt kann man sagen, es kommt so, wie das Philippe Ariès, das ist ein berühmter französischer Historiker, der über den Tod gearbeitet hat, ausgedrückt hat, es kommt zu einer Normalisierung im Verhältnis zum Tod, auch zu einer Medikalisierung. Beides hängt zusammen. Das heißt, der Tod ist nichts mehr Dramatisches, einfach weil man ihn in der Regel nicht mehr miterlebt.
Er ist einfach ausgegrenzt. Und das bedeutet praktisch, dass auf den Friedhöfen viel weniger Geld ausgegeben wird für Grabmäler als vorher. Die Tendenz ist ganz eindeutig im 20. Jahrhundert weg von den großen Monumenten hin zum Verschwinden der Gräber überhaupt. Wir haben hier kleine Urnengräber, anonyme Urnengräber, überhaupt anonyme Bestattungen, Friedwälder gibt es inzwischen. Also es gibt eine große Tendenz hin zu einer Anlage, wo das Grab selbst kaum oder gar nicht mehr gekennzeichnet ist. Bei Überlegungen auch, wie wird der Friedhof der Zukunft aussehen, da war vor 2 Jahren in Italien so eine Tagung, die haben auch Friedhöfe vorgestellt, wo irgendwo draußen am Rande dann die Namenstafeln sind und der Friedhof selbst aber leer ist. Also da ist dann nur grün wieder als Park gestaltet. Das heißt also, eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dieses Verschwinden der heroisierenden Gräber, das sind sie ja auch, dass es uns ganz gut geht. Und wir erleben ja auch in Momenten, wo irgendetwas, wo der Tod wieder in die Öffentlichkeit kommt, zum Beispiel Afghanistan oder sowas, sind sofort auch die Rituale wieder da, um den Tod zu überhöhen. Das heißt also, solange der Tod weitgehend verschwindet, ist es immer ein gutes Zeichen, geht es uns gut. Sobald auf irgendeine Weise Seuchen, Tod im Krieg und so weiter, das wieder wichtig wird, tendiert auch die Gesellschaft dazu, den Tod wieder wichtiger zu überhöhen. Aus den letzten Jahren gibt es hier so 2, 3 neue Grabmäler, die auch wieder ein bisschen mehr Geld investieren. Es gibt auch 2, 3 neue Mausoleen tatsächlich. Ob das ein Trend ist, schwer zu sagen. Insgesamt herrscht immer noch die Tendenz zum Verschwinden der Gräber. Ja, und deswegen verschwinden eben auch die erotischen. Nicht aus einem eigenen besonderen Grund. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Abschlussgedicht von dir. Wir haben mit Heinrich Heine angefangen und möchten jetzt auch mit einem Heine-Gedicht aufhören. Ja. Mein süßes Lieb, wenn du im Grab, im dunklen Grab wirst liegen, dann will ich steigen zu dir hinab und will mich an dich schmiegen. Ich küsse, umschlinge und presse dich wild, du Stille, du Kalte, du Bleiche. Ich jauchze, ich zittere, ich weine mild, ich werde selber zur Leiche. Die Toten stehen auf, die Mitternacht ruft, sie tanzen im luftigen Schwarme. Wir beide bleiben in der Gruft, ich liege in deinem Arme. Die Toten stehen auf, der Tag des Gerichts ruft sie zu Qual und Vergnügen. Wir beide bekümmern uns um nichts und bleiben umschlungen liegen. Das war unser kleiner Rundgang zum Thema Tod und Erotik auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, noch was anderes mit uns oder bei uns zu machen, schauen Sie einfach mal wieder rein. Wir sind zum Beispiel im Dezember hier im Bestattungsforum mit Advent für Erwachsene. Also das ist für einige sicher auch ungewöhnlich. Also kein Rundgang, sondern eine Lesung hier in den neuen Räumen. Ach, wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie zahlreich. Und ansonsten auf unserer Internetseite, wenn Sie im Internet sind, können Sie auch anklicken. Presse ist es, glaube ich, der Knopf. Und da steht auch ein Artikel, den wir beide mal geschrieben haben, über diesen Rundgang. Da können Sie also einiges nachlesen und auch ein paar Fotos sich anschauen. Ich bin an sich sehr überrascht gewesen. Ich habe mir den Friedhof hier Ohlsdorf, ich wusste zwar, dass das ein Riesenfriedhof ist, aber dass so ist und dass so aussagekräftige Sachen auf den Gräbern stehen, das habe ich nicht gewusst. Ich bin also richtig begeistert und ich werde sicherlich zurückkommen oder nochmal herkommen. Ja. Und die Gedichte waren auch gut? Sehr gut und die passten vor allen Dingen dazu. Ja. Ne? Mhm. Also und Ihnen, wie hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, die Führung hat mir sehr gut gefallen. Sie hat mich also überrascht, weil aus 2 Gründen, weil der Ohlsdorfer Friedhof war mir so gar nicht so bewusst. Ich war hier zwar, aber immer zu Anlässen. Und dann diese Herstellung dieses Bogens Erotik, Tod, Liebe, Leben, Lust am Leben und Lust am Tod, das war schon für mich sehr stimmig. Und ich finde es einfach sehr bereichernd, heute diesen Rundgang hier gemacht zu haben. Das wird nachklingen in mir, da bin ich sicher. Ja, schön. Und empfehlen Sie auch, würden Sie auch unbedenklich weiterempfehlen? Sofort, ja, sofort. Gut. Also, ja, ich fand es einfach sehr gut. Ich fand besonders die Gedichte haben mir Eindruck gemacht, natürlich auch die Statuen.
Und diese Verbindung, denn alle Lust will Ewigkeit, fand ich sehr interessant. Und ja, es war einfach sehr interessant. Ja. Vielen Dank. Schön. Also durchweg positive Resonanz. Wir empfehlen diesen Literaturspaziergang wärmstens weiter. So, und damit sind wir schon am Ende der 5. Folge angekommen. Hinter uns seht ihr die Elbphilharmonie, beziehungsweise das, was sie mal werden soll. Und dabei fällt mir Folgendes ein, und zwar, wir haben inzwischen 2 Spenden bekommen. Herzlichen Dank an Hagen und Ansgar. So, ihr seht es hier, die Spenden. So, und die stecken wir uns nicht in die eigene Tasche. Nein, 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 machen wir nicht, sondern die stecken wir ganz brav in diese Spardose. Guckt mal. Und die passt natürlich auch zur Elbphilharmonie, weil das ist natürlich eine Opernsängerin. Und die stecken wir hier ins Dekolleté. So. Schwupp, seht ihr? So, und das sind die ersten 15 Euro. Und zwar wollen wir nämlich die ganzen Songs, die ihr bisher gehört habt, als Orchesterfassung machen. Also das heißt, ein Orchester engagieren. Und wie gesagt, da fließt das jetzt hin. Würde mich freuen, wenn noch mehr Leute spenden. Und vielleicht seht ihr mal Baccio di Tosca und Dörte dort. Mal gucken, wer eher fertig ist. Ob wir das Geld eher zusammen haben oder die Elbphilharmonie fertig ist. Gut, damit verabschiede ich mich und... Oder verabschieden wir uns, Entschuldigung. Ja. So, Dörte will ich auch noch was sagen. Ja, ich möchte auch noch Tschüss sagen und schaut nächstes Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Genau, macht's gut, bis dann, tschüss. Es regte sich kein Hauch am heißen Tag. Nur leise strich ein weißer Schmetterling. Doch ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag bewegte, sie empfand es und verging. Dörte, hast du irgendwie eine Schüssel da gerade mit? Ich krieg das da nicht raus.